Promi-Geflüster mal wieder mit Vox Club. Hallo, grüßt euch. Ja, hallo, hallo. Ja, ihr wisst ja, Kürbiszeit heißt auch bald wieder Halloween-Zeit, oder? Oh ja. Ich hätte eigentlich für euch heute eine Aufgabe gehabt, mal so einen Kürbisgeist zu schnitzen. Oh. Aber ich glaube, das wollen wir jetzt mal allen Fans überlassen. Was haltet ihr von der Idee? Die sollen doch mal Kürbisse schnitzen. Eine super Idee. Ihr schnitzt den schönsten Kürbis und wir werten den dann als Jury. Genau. Schnitzt doch einen Voxkluber aus dem Kürbis. Oder vielleicht. Wir müssen raten, welcher Voxkluber aus dem Kürbis geschnitzt. Oder vielleicht fünf Kürbisse. Fünf Kürbisse? Wir werden sowas. Wirklich. Sehr gute Idee. Hast du denn fünf? Nö, aber das sollen die Fans schnitzen. Fotos uns schicken. Ja, und dann wählen wir es aus zusammen. Das wäre doch eine tolle Idee. Super. So machen wir es. Ja? Also info@promigeflüster.de, da die Fotos herschicken. Und dann machen wir eine schöne Fotoliste. Ab die Schnitzerei. Jetzt eine Frage an euch: Wie habt ihr Corona jetzt überlebt? Die Corona-Zeit. Wie habt ihr es überstanden bislang? Gut, ich habe viel geschlafen, es war mal Zeit. Du hast mittlerweile ein Hausboot, habe ich gelesen. Ja, tatsächlich. Ich habe mir ein Hausboot zugelegt, aber schon vor 3 Jahren. Und das war für mich ein schöner Platz, da mal runterzukommen und mich zu entspannen von den letzten Jahren. Aber ja, man hat viel Zeit gehabt, Neues zu machen und weiß ich auch mal wieder hinter das Klavier zu setzen, was zu schreiben, ein bisschen Musik zu machen und runterzukommen. Ja. Ja. Und ja, wie sieht es bei euch aus? Was habe ich gemacht? Ich war natürlich zu Hause. Dankeschön. Nimmst du den? Ich war natürlich auch zu Hause, aber ich habe sehr genossen, dass ich meine Familie mal länger gesehen habe. Das ist ja bei uns sehr selten seit 7 Jahren. Deswegen, das war richtig cool. Auch meine kleine Nichte aufwachsen sehen. Ja, war schon sehr gut. Und Michi noch? Trotzdem fehlt halt, gell? Ja. Es wundert mich sehr, dass du fragst, siehst du es denn nicht? Ich habe meine sportliche Karriere vorangetrieben. Ich bin in Bestform. Ich bin dem Tennisclub beigetreten in meinem örtlichen Tennisclub. Habe letzte Woche mein erstes Clubspiel gegen einen 80-Jährigen verloren. Oh! Aber dafür gestern im Doppel zum ersten Mal gewonnen. Und ja, so habe ich ein bisschen meine zweite Karriere aufgebaut. Der Roger Federer sucht jetzt einen neuen Partner und hat schon mal angerufen. Jetzt der Kürbis jetzt nicht in der Hand, weil er könnte jetzt vielleicht. Jetzt kannst du, okay, sehr gut, sehr gut. Richtig. Also mit dem Flo, mit dem habe ich ja zwischendurch mal einen Livestream gemacht und auch mit dem Bini. War auch sehr interessant, genau. Und wie ist es jetzt, wenn man wieder so zusammen auftreten darf? Schön. Also es ist jetzt tatsächlich für mich 2 Monate her, dass wir zusammen irgendwie Musik gemacht haben und ich habe es echt vermisst. Und ich bin heute her, ich wusste erstmal gar nicht mehr, wie ich gestern meinen Koffer packen soll. Ich war echt nervös, weil ich irgendwie die Hälfte vergessen habe. Muss dann noch 3-mal zurück. Aber jetzt freue ich mich riesig, gleich auf die Bühne zu gehen und endlich wieder Musik zu machen. Mal gucken, was noch da ist. Ja, wie übersteht man dann das oder wie trainiert man, wenn man nicht zusammen sein kann? Naja, tatsächlich bin ich heute auch im Zug die ganzen Lieder durchgegangen nochmal und ich glaube, da ist jeder von uns verantwortlich genug, nochmal einfach sich auf den neuesten Stand zu bringen. Und wir haben vorhin einen Soundcheck gemacht und es lief eigentlich wie damals. Wie damals, so fast. Ja, also meine Auftritte sind generell ja weniger geworden. Die große Tour oder was ihr noch hattet, wie schaut's aus? Was steht an in nächster Zeit noch? Was ist erlaubt? Was könnt ihr noch machen? Ja, es ist leider nicht so viel erlaubt. Also es sind noch ein paar Veranstaltungen quasi gebucht, aber sie werden auch vorzu abgesagt, weil einfach die Bestimmungen halt ständig sich ändern und das ist gerade nicht so schön. Genau, alles Wissenswerte dann auf der Homepage nachlesen. Ja, genau, einfach richtig. Danach schauen, ob es neu ist oder nicht, wir können es leider auch nicht sagen. Also, nochmal der Aufruf zum Schluss. Ja, Moment mal, ich habe noch was ansteht. Ah ja, okay. Ja, Michi, pack mal aus der Hose raus, komm, pack mal, pack mal aus der Hose, ja. Den großen Wurf. Nicht den... Und zwar steht ein neues Album an, unser Best of der Wahnsinn. Das ist jetzt was? Die Deluxe-Version, richtig? Rock Me, und da die sind größten sogar Hits. 2 CDs drin, eine mit tatsächlich A Cappella-Songs von uns noch drauf. Also ein sehr buntes Ding. Sehr gut. Auch 4 neue Lieder gibt es. Also 4 neue Songs. Mhm. Es lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich. Sehr gut. Also unbedingt kaufen, downloaden, egal wo auch immer, wo man die herkriegt. Unbedingt. Doppel-CD.
Blau und grün. Blau und grün. Blau und grün. Mhm. Wunderbar. Also nochmal die Kürbisaktion. Halloween steht vor der Tür. Genau. Am besten, wie gesagt, die Fans sollen 5 ausschnitzen. 5 Gesichter. Jeder wird einem zugeordnet. Die Fotos machen, Herz schicken an info@promigeflüster.de und wir losen dann die Besten aus. Wir werden es aus. Was gibt es zu gewinnen? Was machen wir denn? Sollen wir ein paar CDs? Können wir die raushauen? Das weiß ich jetzt. Okay. Ja. 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 Aber erst ab 2000 Einsendungen gibt es eine CD. So, genau, also die Bedingung sagt ihr. Genau. Okay. Also alles Gute, haltet die Ohren steif und auf dass wir uns ganz bald alle mal wieder live sehen. Ja. Jo. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Gut.